die Herren, die da sitzen, die werden jetzt schon ein bisschen schmallippiger. Denn die wissen nämlich, jetzt geht es gleich um sie. Es geht um die beste Moderation, also um den besten Moderator. Und dann ist man natürlich ein bisschen aufgeregt. Aber wir haben euch eine Bombenfrau irgendwie an die Seite gestellt. Ich weiß nicht, ob es das besser oder schlechter macht. Sie macht jetzt eine neue Sendung, die heißt Dingsdar. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich werde sie mal in Dingsdar-Manier anmoderieren. Sie ist total lieb, total nett. Sie hat ein bisschen komischen Vornamen und sie sieht aus wie ein Reh. Hier ist Mareile Höppner. Guten Abend, danke Barbara, du Wundervolle. Danke. Oh, wunderschönen guten Abend, danke an die wundervolle Barbara, die das wie immer großartig macht. Dankeschön. Ja, Sie merken, ich habe alles reingegeben heute Abend für das, was jetzt kommt. Sozusagen die, um im Bilde zu bleiben, Königskategorie. Bester Moderator. Moment, könnten Sie jetzt sagen, bester Moderator, warum haben Sie denn da die Höppnerin hingestellt? Ja, hat denn der Kai Pflaume keine Zeit? Hatte er schon. Trotz regelmäßigem Lauftraining passte er einfach nicht in dieses Kleid. Was sagt ihr? Hier? Irgendwie so ein bisschen Gefühl zwischen Star Trek und Ledersofa-Abteilung. Ich glaube, man kann es abwischen, ne? Gut. Bevor ich mich verhassel, es geht um tolle Jungs, ja? Ich hatte heute meinen Lenny Kravitz-Moment, aber ganz ehrlich, ihr seid mir der liebste Dreier heute. Ich will diese Jungs vorstellen, die etwas Großartiges machen, denn nämlich morgens haben die eine saugute Laune schon. Also da hänge ich noch mit dem Kopf im Kaffee, ja, guck bei Instagram die ersten Fotos, da stehen dann immer so lustige Hashtags wie ungeschminkt. Ja, klar, Hashtag ungeschminkt, Hashtag so real, Hashtag super gute Laune. Ich habe bei Instagram, ganz ehrlich, muss ich sagen, manchmal so meine Zweifel. Bei den drei Jungs ist das allerdings nicht so. Die haben wirklich absolut mega gute Laune und das schon sehr früh am Tag. Vielleicht drei Sätze zu ihnen. Der eine hat sozusagen früher sein Lachen im Fernsehen verkauft. Heute verkauft er gute Laune im Radio. Wunderbarer Typ, Sie werden ihn gleich kennenlernen. Der andere ist sozusagen ein Feuerwerk der guten Laune am sehr frühen Morgen schon. Ich wünschte, man könnte ihn sich buchen für zu Hause. Das würde mir helfen, morgens besser aus dem Bett zu kommen. Der dritte ist sozusagen der schönere Peter Klöppel, will ich mal sagen, im Radio. Und schnellere und gut gelaunt ist er noch dazu. Hier sind die wunderbaren Nominierten. Viel Spaß damit. Riesenapplaus zurecht. Und deshalb liebe ich Radio so sehr, ganz ehrlich, wegen solcher Männer. Also, Kategorie, bester Moderator. Erster Satz finde ich ist schon super. Ein guter Moderator ist nämlich ein Gatekeeper und Türöffner zugleich. Also irgendwo zwischen Bachelor und Manuel Neuer, würde ich sagen. Authentisch, den Menschen zugewandt, so ist unser Preisträger nämlich. Er vermittelt jugendliche Lebendigkeit, das kommt dann irgendwann. Irgendwann sagen sie immer, du bist zu jugendlich. Ich höre es auch schon. Die Liebe zu seiner Musik vermittelt er. Intelligenten Humor und sprachliche Finesse. Das vermeintlich Ernste präsentiert er anschaulich leicht. Der Deutsche Radiopreis geht deshalb für den besten Moderator an Philipp Schmid. NDR Kultur, klassisch in den Tag. Herzlichen Glückwunsch. Dein Preis. Lieber Philipp. Komm, lass dich drücken. Nasser können wir nicht werden. Herzlichen Glückwunsch. Deine vielen, Bühne. Vielen Dank. Ja, der Preis gehört eigentlich allen Hörerinnen und Hörern von NDR Kultur. Wir sind beim Frühstück ja Ihren Papa immer nur im Küchenradio dabei. Und eine meiner Töchter ist mal gefragt worden im Kindergarten, ob... Schnappen wir uns Lenny Kravitz und drücken eine Band, komm. Glückwunsch.